Hallo, mein Name ist Thomas Zudrell und ich bin Gesundheitscoach und Berater im Bereich komplementärer alternativer Medizin und Ausbilder in der DON-Methode, einer ganzheitlichen Heilmethode für Probleme im Rücken- und Gelenkbereich. Basierend auf den Prinzipien der DON-Methode, nämlich sanfter Gegendruck während der Bewegung, Dynamik, wodurch das strukturelle System unseres Körpers zur Ausrichtung verholfen wird, speziell der Hüftgürtel, die Wirbelsäule und andere Gelenke, haben wir spezielle Selbsthilfeübungen entwickelt, die es Betroffenen ermöglicht, eine Eigentherapie durchzuführen, was meiner Meinung nach unbedingt erforderlich ist, um die Selbstheilungsmechanismen unseres Körpers zu fördern. Es dauert in der Regel mehrere Wochen oder Monate, bis unser Körper die nötigen Anpassungen umgesetzt hat. Eine dieser Übungen verwendet einen Tennisball, um die Hand des Therapeuten teilweise zu ersetzen. Basierend auf dieser Übung haben wir ein Selbsthilfegerät entwickelt mit dem Namen Spinamics Sacro Aligner und dieses Gerät folgt der Form des normalen menschlichen Kreuzbeins und der unteren Lendenwirbelsäule und ersetzt teilweise die Hände des Therapeuten. Das Gerät ermöglicht eine Eigentherapie im Anschluss an eine manuelle Therapie oder eine Eigenbehandlung ohne vorherige Therapie, falls die Probleme noch nicht zu schwerwiegend sind. Bei einer regelmäßigen Anwendung, empfohlen sind zweimal täglich für ca. 10 Minuten, kann der Betroffene seine Körperstrukturen ausrichten und ausbalancieren, speziell im Hüftgürtelbereich, und dadurch oft eine rasche Schmerzlinderung fördern. Wie funktioniert das alles? Der Anwender legt sich einfach zentriert auf das Gerät, sodass der Kopf des Geräts am unteren Teil des Kreuzbeins am Übergang zum Steißbein anliegt, während die Höcker des Geräts am unteren Lendenwirbelbereich anliegen. Der Therapiedruck erfolgt durch das Eigengewicht. Das Gerät ist quasi wie eine Wiege für das Kreuzbein und hebt dabei den gesamten Hüftgürtel etwas an. Nun macht man bestimmte Bewegungen, zum Beispiel ein Hoch und Runter mit den Beinen aus dem Hüftgelenk heraus oder eine Schaukelbewegung Richtung Füße und Kopf oder eine Schaukelbewegung von Seite zu Seite, während man entspannt auf dem Gerät liegt. Dabei wird das Kreuzbein sanft in das Iliosakralgelenk geführt. Des Weiteren wird durch das Anheben der Hüfte der Stress auf den Bandapparat und die Muskeln reduziert und die tiefe Muskulatur kann sich schneller entspannen, was zu einer raschen Schmerzreduktion beiträgt. Dieses kleine Gerät kann außerdem noch in anderen Bereichen der Wirbelsäule verwendet werden, indem man den Kopf des Gerätes in der Biegung, also der Lordose, des unteren Rückens hält, sodass nur die Höcker an der oberen Lendenwirbelsäule bzw. unteren Brustwirbelsäule ansetzen. Dies ist ebenfalls im Liegen auszuführen. Dabei wird die Wirbelsäule angehoben, sanft gedehnt und ausgerichtet. Dann wird das Gerät umgedreht und von oben nach unten angesetzt, sodass der Kopf der Halslordose anliegt und die Höcker einen Therapiedruck an der Brustwirbelsäule ausüben. Des Weiteren kann das Gerät am Hinterkopf direkt am Occiput angesetzt werden und auch etwas höher zwischen den Ohren direkt am Hinterkopf
um dort einen sogenannten Still Point zu induzieren, was auch in der kraniosakralen Osteopathie Verwendung findet. Das Gerät kann auch stehend verwendet werden, wobei der Anwender sich mit dem Gerät gegen einen Türrahmen anlehnt. Es ist klein und leicht und kann somit überall hin mitgenommen werden. Es ist ein sehr vielfach anwendbares Selbsthilfegerät, welches wir allen Betroffenen und auch allen Therapeuten zur Unterstützung ihres Therapieerfolgs empfehlen können. Ich werde Ihnen nun zeigen, wie dieses Gerät Schritt für Schritt verwendet wird. Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte im Internet unter www.spinamics.com. Vielen Dank. Ich zeige Ihnen nun, wie Sie den Sacro Aligner verwenden können. Sie brauchen einfach nur etwas Platz am Boden und eventuell eine Gymnastik- oder Yogamatte. Nun wird der Aligner einfach zentriert unter dem Kreuzbein angebracht, während Sie bestimmte Bewegungen durchführen können. Sie können den Aligner auch weiter oben liegend ansetzen, dabei den Kopf des Geräts in der Lendenlordose belassen, sodass nur die Höcker andrücken, oder Sie platzieren den Kopf des Geräts in der Halslordose, sodass ebenfalls nur die Höcker andrücken. Die Positionen können vorsichtig etwas variiert werden. Am Ende legen Sie das Gerät am Kopf an, sodass die Höcker am Occiput andrücken, oder etwas höher, sodass Sie einen Stillpoint induzieren können. Wie am Modell gezeigt, wird der Kopf des Geräts am unteren Kreuzbein angelegt, indem Sie eine Brücke machen und sich zentriert auf den Aligner legen. Bleiben Sie so entspannt kurze Zeit liegen, dabei die Beine angewinkelt oder ausgestreckt. Atmen Sie tief, aber normal, bevor Sie mit den Bewegungen beginnen. Die erste Bewegung ist ein einfaches Hoch und Runter der Beine, wie gezeigt, mit angewinkelten oder mit ausgestreckten Beinen. Nach maximal einer Minute können Sie auch Schaukelbewegungen Richtung Füße und Kopf machen und Sie können Schaukelbewegungen von Seite zu Seite machen. Wiederholen Sie diese Bewegungen hoch, runter, schaukeln, Füße zu Kopf und schaukeln Seite zu Seite bis zu 3 Minuten lang. Dann verweilen Sie entspannt für bis zu 10 Minuten mit den Beinen ausgestreckt oder auf einem kleinen Hocker platziert oder aufgestellt. Beim Aufstehen dann bitte beachten, dass Sie zuerst das Gerät entfernen und langsam über die Seite vorsichtig aufstehen.